Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier eine Karte vorstellen. Das ist die Legion auf Wald, steht hier. Kann sein, dass bei mir der Google Solator schon mal einen Teil übersetzt hat. Und hier ist der entscheidende Punkt. Ich habe die mir mal grob angeschaut. Das erste, was mir gleich aufgefallen ist, hier die Textur hier, die flackert volle. Das ist irgendwie schade. Ja. Man hat hier gleich ein paar Unterstandteilen, wenn man hier so schaut. Und naja, überall halt das Flackern. Ist schöne Straße schon mal hier so verbaut. Mir ist vorkommen, hier ist auch Schlamm verbaut worden. Ja, mal hier einmal hier Erde hier drüber. Und hier haben wir hier sind wir in Kanada, haben wir hier noch hier ein paar Hallen so. Den Mod müsst ihr auch, also die Map müsst ihr entpacken. Da habt ihr einmal ein paar Spanplatten und eine Kartonfabrik drin. Und wenn ihr das zusammen habt, also irgendwie verträgt sich das nicht. Also muss man mal schauen. Also hier habe ich das hier irgendwo. Sehen wir das gleich hier, die Lok. Dann sehen wir hier. Daher also. Weil das ist platzierbar, das wird vielleicht irgendwie bei den Vehicles eingebaut. Dann sehen wir hier also Fabrikskript. Und da sehen wir auch dann noch hier platzierbare Kartonfabrik. Sehen wir da bei den Callstick. Dann müsste das korrigiert werden. Und da sehen wir ja gleich uns mal hier an in der Garage, was wir im Fahrzeuge haben. Wir haben ein Steirer Multi, ein Fendt 700 Vario, dazu eine Stollgabel, eine Schaufel, eine Poltergabel, ein Cargoliner mit Drehschemel. Dann haben wir hier ein Pickup, eine Stumpfenfräse, einen kleinen Heizomat, also ein Häcksler. Dann hier ein Hänger zum Beladen von Langholz, dann haben wir einen Kercher, dann haben wir hier ein Heizkraftwerk, dann haben wir hier, wie ich erwähnt habe, wegen den, ihr müsst es anpacken, da ist er schon hier platziert worden, dann die Kartonfabrik und halt das Plattenwerk. Das sind die Vehicles in der Map da drin. Deswegen gibt es ein paar Probleme damit. Und wie wir hier sehen, hier, das ist eine reine Forstmap. Da haben wir hier die PDA, wie wir sehen. Ist ja interessant. Und ich glaube, wir haben hier wirklich Schlamm auch auf der Karte. Das werden wir dann gleich auch uns anschauen. Schauen wir uns hier die Verkaufsstellen. Hier haben wir nicht viel. 1, 2, 3 Verkaufsstellen hier. Mit den Platten am. Sonst eigentlich gibt es hier nichts zu sehen. Also Tiere sind zwar hier. Da aber du hast ja glaube ich hier nicht viel die Möglichkeit, um irgendwas zu machen. Und da werden wir uns jetzt als erstes hier mal den Pickup schnappen. Na, was war das jetzt da? Irgendwie hat es mich gedreht. Sagen wir mal ein. Jetzt muss ich jetzt mal mein Lenkrad noch schnell einschalten. Ich habe es vergessen einzuschalten. So, das Lenkrad ist ein bisschen laut manchmal. Und ich bin ja mal hier durch die Luft mal geflogen und habe mir die Karte mal grob angeschaut. Und wir werden auch dann gleich. Irgendwie jetzt sehen wir hier gleich auch, wir haben hier einen Kreisel. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wo ich da war. Können wir mal gut auch Glück mal los. Hier haben wir Trampolin, Siedlung. Ah ja, hier war ich auch davor. Sehen wir hier. Boote. Hier haben sie einen Baum umgelegt. Sehr interessant. Das ist hier ein Gebäude, glaube ich, ohne Funktion. Hier haben wir die platzierbaren Objekte drin, zum Teil. Das Plattenwerk. Hier drüben, das dürfte, glaube ich, vielleicht der Händler sein, oder was ist das? Ja, hier steht Bonse, also gehen wir mal kurz mal rüber. Schauen wir mal, also ich sehe hier leider jetzt nicht. Ah doch, hier hinten haben wir hier die Fläche zum Kaufen, Verkaufen.
Und hier steht halt Holz als Deko rum. Finde ich sehr schön gemacht soweit. Ist was anderes mal. Finde ich, ist eine gute Idee. Dann haben wir hier noch eine Verkaufsstelle mit Abladestellen. Haben wir hier ein bisschen die Siedlung. Hätten wir, glaube ich, zum Hof zurückkommen, fahren wir mal da lang. Ah ja, genau, das war hier die Richtung. Jetzt hier in den Wald rauf. Kam halt davor, vorne hier gleich, aber das Schlamm ist. Kann ja sein. Ja, also wie hier die Karte hat, ist Schlamm verbaut. Und ich bleibe jetzt hier hängen. Okay. Aber ich komme. Vielleicht komme ich raus. Ja, ich bin jetzt rausgekommen. So. Dann müssen wir halt seitlich probieren, dass man so vorbeikommt. Das einzige hier halt die Texturen, dass es so flackert, dass so tierisch in die Augen geht. Wenn einer sich halt auskennt, der kann ja halt dieses Unkraut ja entfernen. Hier ist ja immer hier ein umgefallener Baum. Schauen, ob wir hier unten durchkommen. Oh, überall ist flackernde Unkraut. Dann haben wir hier. Ah, das ist ja echt cool. Und Schlamm und alles. Da muss ich mal gleich noch einen Screenshot machen. Weiter, weil ich habe jetzt denn nicht im Allrad nichts eingeschalten. Ja, das ist ein, finde ich, eine tolle Sache hier auf der für die Karte hier. Und leider hänge ich jetzt hier fest, aber ist ja nicht schlimm. Wir machen uns halt dann zu Fuß auf den Weg. Und mal schauen, dass ich jetzt hier jetzt darauf komme. Und schauen wir uns die Karte weiter an. Wäre ja so lässiger gewesen. Also sehen wir hier beim Sumpfgebiet im Gebirge. Mal schauen, dass wir hier ein bisschen marschieren. Sehen wir hier, überall ist Schlamm. So her. Kannst dir hier die ganze Karte hier so anschauen. Hier hast du auch einen wunderschönen Wasserfall mit Brücken. So runter so her. Wirklich toll gemacht. Hier kannst du auch Offroad spielen. Nicht nur Landwirtschaft, also Forstwirtschaft. Hier kannst du so Art wie Spintire spielen. Hier hast du Felder zum Bäume setzen. Oder vielleicht andere Sachen anzubauen. Weiß ich aber nicht, ob du das hier verkaufen kannst, deswegen. Also, man sieht ja auch hier auf der Karte, habe ich bis jetzt noch keine BGA gesehen. Also, das hier ist ja auch eine Forstmap. Nur rein, um Forst zu spielen. Ah, jetzt schauen wir mal. Ah, doch. Ihr hast sogar Tiere. Hätte ich nicht gedacht. Dann müssen wir kurz mal schauen, dass wir rangehen und langsam gehen. Aber fraglich, ob jetzt die Tiere hier Deko sind, weil man sieht hier keine Markierungen. Jetzt schauen wir kurz mal hier schauen. Also Tricker ist schon mal hier. Hier ist auf Tricker für die Futter. Müssen wir mal hier so einschalten, dass wir dann sehen,
ob hier auch das Tiermenü da ist, für die Leute, was vielleicht doch ein bisschen Tiere machen wollen. Ah ja, das Tiermenü haben wir auch da. Also hier kannst du doch Schweine kaufen, wie du siehst. Gehen wir wieder mal in die Luft, dann schauen wir mal noch weiter. Dann müssten hier vorne leicht die Eier mit so einem Silo. Hier haben wir noch Schlamm hier. Und schauen wir auch noch gleich hier nochmal her. Also hier haben wir, müsste hier vorne auch das Tiermenü sein. Müssen wir nochmal runtergehen. Das Geflacker wach für die Augen. Ja, Tiermenü. Dann haben wir hier die Schafe. Dann müsste da vorne noch dann das also sein für die Kühe. Da haben wir die Güllegrube. Da haben wir Saatgut, um das zu verkaufen. Und wo haben wir jetzt denn das für die Kühe? Dann müsste das hier irgendwo sein. Ja, müsste hier sein. Tiermenü. Hier haben wir die Kühe. Also hier haben wir doch also sogar alle Tiere, wo ich nicht damit gerechnet hatte. Weil eigentlich eine Forstmap ist ja wie eine Forstmap, aber ich finde hier toll, dass gut kombiniert ist mit den Schlamm und alles. Also wirklich, das ist ausgezeichnet, finde ich. Ist eine tolle Idee. Außer halt der Fehler halt. Aber man muss jeder entscheiden, ob er das Objekt dann verkauft und dann raustut oder wie oder was. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schaust du wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz. Das muss ich auch noch haben. Wie?